Oh, Lumi ist ja doch da. Der hat kurz getroffen. Damit wir nicht ausrasten. Und ja, Lumi, Multi-Twitch ist aktiviert. Oh, okay. Also bei mir gibt es einen Multilink. Ich weiß noch nicht, ob den jemand benutzt und ich weiß auch nicht, ob der wirklich funktioniert. Ich hab's bloß vorhin. Gebratene Pilze hier bekommen. Felix, warum hast du mir gefollowt? Du hast mir doch schon längst gefollowt. Hä? Anscheinend hast du mich nicht. Unfollowed? Felix hat ein paar mehr Accounts bei Twitch, weil er seine Passwörter nicht mehr weiß. Ach so. Aber ich habe mich in letzter Zeit bei Twitch überhaupt nie gefollowt. Hey Ben, und du hast mich ganz am Anfang mit Stadio angefangen. Was besorgt. Ja, da hatte ich dann den Account gewechselt, weil ich meinen alten wieder genommen habe. Siehst du? Ich sage, er hat ein paar mehr Accounts. Hast du das neue Königin der Schwosen schon gelesen? Nee, ich habe mir gerade erstmal Pilze von meiner Angebeteten gebratene Pilze bekommen. Hey, hattest du zum Frühstück? Na gut. Hey, hattest du jede Menge Karpfen auf Lager und wusstest nicht, was du damit anfangen sollst? Ja, ich auch. Stell dir vor, ich habe eine großartige Lösung zu diesem wohlbekannten Problem. Ich nenne es Karpfenüberraschung. Sie ist super einfach zuzubereiten, aber du brauchst eine Menge Karpfen. Dummerweise haben wir die Karpfen weggeschmissen. Also, Hecke wegverkauft. Heute gut drauf. Ich will die Geißel gut drauf. Wackener Fisch. Wo ist denn diese Karpfenzubereitung? Wie viele Karpfen braucht man denn dafür? Weiß ich nicht. Kohlsalat. Dass man nicht suchen kann, ist ein bisschen doof. Karpfenüberraschung. 4 Karpfen brauchst du. Das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Ah, hier, Karpfen war schon. Einfach nur 4 Karpfen. Ich glaube, wenn ich jetzt Karpfen geangelt kriege, dann behalte ich die und dann kann man die dort umbasteln und dann so verkaufen. Bringt wahrscheinlich mehr als einen einzelnen Karpfen zu verkaufen. Also 4 einzelne. Schnell wieder aus dem Zundersaftwald hier raus, ey. Hab das weiße Ei. Ach ne, die großen Eier brauchen wir ja gar nicht weiß, ne? Guck dir einfach hier, wenn du E drückst. Ne, wir brauchen nur die kleinen Eier. Ne, entweder ein großes Ei, weiß. Wir müssen noch Weizen, Heu und Apfel abgeben. Achso, wir kommen nicht mehr an Heu ran, hast du vorhin gesagt, ne? Ja. Achso, ich wollte es ja mal probieren, ganz vergessen. Hasenpfote und Granatapfel brauchen wir hier noch. Sind wir bald schon fertig? Entfernung des glitzernden Felsens. Das können wir übrigens abgeben, ne? Also wir können den Ozean, den Thunfisch abgeben. Ja dann. Läufst du vorbei, oder? Kann ich machen? Nein, dann mach. Verkaufen noch ein bisschen Mayonnaise, ne? Jo. Moment mal, aber dann nehme ich noch was mit, wenn ich durch die Gegend laufe, um Sachen und um Leute Sachen zu schenken. So, halt. Hier. Brombeerwein. Knoblauchsaft nehme ich vielleicht nicht mit. Was ist denn das Follow Age? Das Follow Age ist, wann gefollowt wurde, wie lange das her ist. Das kann man auch als Befehl einrichten. Ja, bei mir ist es Ausrufezeichen Followed und siehst du, wann du mir gefollowt bist. Okay, das habe ich nicht. Ich wusste nicht, dass das Menschen interessiert. Muss mir mal den Befehl für schicken. Dann kannst du dir das basteln. Aber anscheinend gibt es keinen sich selber followed. Genau. Xeni hat vor 2 Monaten einer Woche gefollowed. So. Ja, sich selber subben tut man aber, deswegen dachte ich, vielleicht followt man sich auch selber. Niemand subbt sich selber. In dem Moment, wo du Affiliate wirst, kriegst du einen Sub-Alert von dir selber. Oh, stimmt, ja. Gesucht Schleimjäger, 4 rote Schleime erlegen, 500 Belohnung bei mir gerade. Ein paar DOS-Befehle kann ich tatsächlich auch noch. Ein paar DOS-Befehle? Nee, DOS habe ich nie genutzt, wirklich. Ich kann nur Linux-Befehle. Ich schon. Bündel komplett. Wir sollten mal ein paar Erdkristalle aufheben, ne, falls noch jemand von uns heiraten möchte. Teleport tot im Strand. So, Moment, was wollte ich jetzt machen? Ach ja.
So viele wundervolle Bündel. Danke dir, danke dir. Ja, zur Not kaufen. Also wenn wir das andere alles haben, aber das Heu halt noch nicht, dann kaufen wir halt eben unten mehr. Cool, ich nehme Penny. Bind uns auch nicht um. Nicht Lea. Hm? Lea kann es auch noch nehmen. Nee. So. Oh, ich muss mit Sebastian den nächsten Schritt machen. Was war denn der nächste Schritt? Der Blumenstrauß, gell? Ich glaube, ja. Der glitzernde Felsen ist übrigens entfernt worden. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich fühle mich eigentlich noch gar nicht bereit für diesen Schritt. Ja, ach du meine Güte, bist du sicher? Der glitzernde Felsen wurde jetzt entfernt. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, das steht bei der Beschreibung dabei. Hier, Belohnung, Entfernung des glitzernden Felsens. Aquarium ist nämlich fertig. Entfernung des glitzernden Felsens. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Was ist denn, hab ich denn jetzt hier noch? Das ist der Felsen links vom Mineneingang, sagt John. Mhm. Hey, ja, also das ist wirklich großartiges Geschenk, danke. Schauen wir mal, ja, aus Windows 95 kenne ich jetzt auch noch. Und wenn du Probleme hattest mit dem Rechner, wenn das nicht rebootet hat und sowas, dann bist du ja auch in DOS-Mode gekommen. Um mal noch ein bisschen was zu machen. Psst, ach du meine Güte. Nicht alles verraten, John. Wenn er bei dir was schreibt, ist mir egal. Ja, mir aber nicht. Danke dir, ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. So, wir habt jetzt... Ja, ist immer noch da. Wir haben Strand-Teleport-Totems, falls irgendjemand mal zum Strand teleportieren will. Der ist noch da. Der Felsen? Der machen die auch immer erst über Nacht. Ach so, das kann sein, ja. Der kommt dann gleich wieder in eine Sequenz, glaube ich. Hab ich den Kugelfisch schon wieder verpasst? Ich müsste mal anfangen, meine Quests hier abzuarbeiten. Ja, ich habe auch ein paar mehr Quests. Reicht eine Ebene 25 in der Schädelhöhle. Okay. Keys Herausforderung. Erreiche Ebene 25 in der Schädelhöhle habe ich noch. Lege 10 Rüben in den Kühlschrank von Bürgermeister Lewis. Wir haben keine Rüben. Kann man Rüben anbauen? Nee, das sind diese Höhlenrüben. Warum geht ein Ausrufezeichen Pulsschläge nicht? Ja, Männer und Technik. Nee, Bots mögen anscheinend mich nicht. Muss das großgeschrieben werden? Siehst du, jetzt habe ich dieses Brötchen gegessen, dieses Salbe. Und ich bin definitiv satt, aber ich habe voll Appetit noch eins zu essen. Ich weiß warum. Weil mein Chatbot ja nicht mehr funktioniert. Wieso funktioniert dein Chatbot nicht mehr? Der Streamlabs-Chatbot verbindet sich bei mir nicht mehr mit dem Chat. Und der hat das vorher gemacht. Warum verbindet er sich nicht mit dem Chat? Keine Ahnung, der hat es nicht mehr. Der hat den Account, den Command gemacht. Es war nicht der Mubot, den ich da genommen habe. Du musst so gucken, dass er sich wieder verbindet. Also ich weiß, dass es trotzdem weiter. Ja, ich habe schon neue Token gemacht, war ihm egal. Hat trotzdem nicht mehr funktioniert. Also er ist zwar hier connected, aber ich kann auch nicht, glaube ich, nichts schreiben, was im Chat ankommt. Das ist sowas. Seltsam. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Hier, Connection Type, Regular, Secure, kann ich auch machen. Generate Token. Muss ich mich nur jetzt neu einloggen. Und jetzt sage ich euch das Passwort lieber nicht an. Ach, sonst wird mein Account geklaut. Ich glaube, du kannst hier unten schon Weizen ernten, gell? Und ich habe schon Weizen geerntet. Ich hab und zwischendurch schon Weizen. Wurde jetzt entfernt? Noch gar keiner. Ben, was machst du denn? Was denn? Du kannst hier unten noch Radieschen ernten und Weizen. Ich war wegen dem Dingens unterwegs. Ja, dann sag doch was, dann übernimmt das jemand von uns. Ach, und wenn wir so lange brauchen. Ach, und wenn wir ein bisschen Geld zur Seite legen können hier, ne? Ich würde dann einen Pferdestall bauen. Brauchen wir nice. Braucht eigentlich jeder von uns einen Pferdestall, ja, ne? Ich glaube, nee, wir können es ausprobieren. Ja, also pro Pferd wahrscheinlich einen Stall, oder? Ja. Oh, dann können wir alle zu dritt durch die Gegend koppeln. Ja. So, Token neu generiert. Oh mein Gott, John, danke. Ha. Alter Falter. Jetzt hat's auch connected. Ich so, habe eine 50-Euro-Donation bekommen. What? Ja, what? Das musst du kurz so zeigen. Danke. Oh, wie krass. Da. Ah. Jetzt geht's wieder. Ah, jetzt bin ich überfordert. Jetzt musst du aber dich auch entsprechend gebührend bedanken, ja? Ich bedanke mich doch gerade. Ich bin vollkommen entsetzt. Positiv entsetzt. Dankeschön. Ja, davon kaufe ich mir definitiv einen Mikrofonständer. Das ist eine gute Idee.
Ein Ständer. Da müssen es aber noch 30 mehr sein. Ey, 3 Tage verspätet, so what? Also, oh mein Gott. Jetzt kann ich auch nicht mehr ahnden, jetzt bin ich perplex. It's so amazing. Ja, das ist ohne Scheiß, also 50 Euro ist echt krass. Ja, ich bekomme von meinem Arbeitgeber mehr. Ups, das war ja, das aber falsche. Dein Arbeitgeber spendet es ja auch nicht. Du leistest ja auch irgendwas dafür. Und ich hoffe, hier und spielst ja du Welli. Danke. Geil, cool. Mikrofonständer und muss ich gleich nachher shoppen gehen. Das war's dann mit dem Stream für heute. Lumi ist ja mal weg. Ja, du musst jetzt live on stream das Ding bestellen. Und da deine Adresse noch einblenden, bitte. Ja, natürlich, die Adresse noch einblenden vor allen Dingen. Ja, damit ich gleich das Bier noch hinsenden kann. Ja, dir muss ich dann noch mein Dings-Postfachkram schicken, das auf jeden Fall. Einfach die Adresse reicht, denn das Paket. Ja. Das hatten wir letztes Mal. Das ist ja gar nicht. Ich wollte mir gar keinen für 50 Euro kaufen. Ja, das musst du doch einen besseren raussuchen. Oder ich lege das Geld zurück, um endlich ein Handy zu kaufen, doch, das einen An- und Aus-Button hat. Sind Höhlenkarotten auch Rüben, oder? Wo soll ich eigentlich den Pferdestall hinstellen? Die Höhlenkarotten, die sind gemeint. Ah, sehr gut, da haben wir 10 sogar davon. Wo soll ich eigentlich den Pferdestall hinstellen? Wo Platz ist. Wo du gut rankommst, vor allen Dingen, wo du das Pferd dann auch wirklich verwenden kannst, gell? Dann ja, aber theoretisch in der Nähe von unseren Hütten oben irgendwo. Ja, wir sollten da vielleicht irgendwie Platz machen, ne? Das ist nur die Frage, wo? Ich kann die Sachen ja auch hinterher wieder umstellen. Dann müssen wir aber mal irgendwie Sachen umstellen. Hier oben ist kein Platz. Kann ja höchstens den Stall. Ja doch, hier. Hier, wenn wir den Baum wegmachen, kann ich es neben das Silo packen. So, wir legen noch ein paar Kartoffeln ein. Ups. Ja, nach links oben dann. Ja, den Baum bestimmt. Wir könnten den Baum wegmachen und dann können wir alle 3 Pferdeställe hier so nach links machen. Ach so. Oder? Ja. Ich glaube, das ist kein spezieller Baum. Von daher können wir es gerne machen. So. Oh toll, ich sammle deine Sachen ein. Ja, das ist doppeltes Holz. So, es ist 0.50 Uhr. Oh ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dann gehen aber auch die Sounds wieder, fällt mir gerade ein. Dann kann man ja, hier wieder... Ja, Hüten, die Hexe war vorhin bei uns auch. Vor 3 Tagen, glaube ich. So. Oh, da... Sie sind so gar nicht reingegangen. Wir könnten das Schatten einmal ausbrüten, um Schattenhühner zu bekommen. Das ist eigentlich so naheliegend, dass ich nicht dran gedacht habe. Ich hab mich vorhin schon gewundert, wie kriegt man denn dann einen Schattenhuhn? Wir haben ja nur so ein blödes Ei bekommen, aber... Ah, jetzt wird das mit dem Ding. Jetzt kommt die Katze hin, ne? Mhm. Genau. Dann gehen noch meine Sounds wieder. Wurde mir direkt wieder ins Ohr gequakt. Ich hatte das ganze Spiel jetzt heute noch, glaube ich, kaum Musik. Also... Das ist so nervig. Bei mir kommt es immer, also am Anfang des Tages zum Beispiel auf jeden Fall Musik. Nee, nicht immer. Bei mir auch, immer. Nee. Immer wenn ich aus dem Haus gehe, denke ich, kommt bei mir Musik. Ich bin schon so dran gewöhnt, dass ich's gar nicht mehr mitkriege. Und ich glaube, man kann mit den Schatten eher nichts anderes machen. Nein, verkaufen kannst du es noch. Ja, Schattenmayonnaise herstellen, die mag aber niemand. Es stört dich nicht, wenn ich hin und wieder etwas an der Einrichtung ändere, oder? Ja, 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 ändere die Einrichtung. Leute, hier steht, wo man die Fische herbekommt im Sommer. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag, Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und den Bergen am Tag, aber keine Fische Kugelfische mehr. Im Ozean am frühen Nachmittag und Oktopusse im Ozean am Morgen. Brauche ich nicht auch noch einen Oktopus? Nee, das haben wir schon durch eigentlich mit dem Oktopus, oder? Weiß nicht, ich habe gar nicht... Tintenfisch bräuchte ich noch. Tintenfisch habe ich sogar noch irgendwo hingetan. Okay. Pierre will Sashimi und Evelyn will einen Lauch. Haben wir noch Lauch irgendwo rum? Ja, Lauch haben wir noch in der Frühlingskur, glaube ich. Na, dann nehme ich doch das erstmal. Eben eine Rauchen und F5 und so. Okay, warum F5? Frühlingszwiebel? Ne, Frühlingszwiebel. Ist Frühlingszwiebel Lauch? Ach nee, da ist Lauch. Lauch ist zum Einsammeln, so. Machen wir mal Quests. Auf geht's. Und nehmen noch eine Traube mit. Und ihr könnt mal noch Samen kaufen. Ein Traube! Nein, erst holen wir jetzt den Stall, bevor ihr irgendwas kauft. Ja, aber ich weiß, dass ich 10.000 übrig lassen müsste, wenn ich jetzt hier Samen kaufe. Hm. Ich hätte nicht dran gedacht, aber gut. So, erstmal Evelyn jetzt hier Dingensbummens. Ein Leuchlein geben. Hast du jetzt endlich mal geguckt, ob man Heu rausnehmen kann? Nee, es geht tatsächlich nicht. Du hattest recht. Ich habe eine Sequenz mit Evelyn. Ui. Hallihallo, mein Mütterchen.
Oh, auf deinen alten Tage noch zu gehen. Du fragst dich, was hier so gut riecht. Ha, ich hab eine Sequenz. Das ist nett von dir. Ich backe gerade meine berühmten Kekse. Oh, Kekse. Ihr müsst zur Mine nach oben, da kriegt ihr eine Sequenz. Warum versuchst du nicht ein? Yay. Ich will auch Kekse. Und was sagst du? Er ist lecker. Danke dir. Ich kenne dich wohl gut genug, um dir mein Rezept zu verraten. Aber sag es wirklich niemandem weiter. Du kannst erst gelernt, wie man Kekse macht. So, Omi, jetzt wollte ich dir auch noch hier einen Lauch geben. Oh, danke dir recht herzlich. Dieser Lauch sieht lecker aus. George wird sehr glücklich sein. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Okay, dann machen wir den 3 Monate alten Lauch. Das ist übrigens der neueste erste Status, den man auf meinem Kanal erreichen kann, wenn man Salat erntet, quasi. Lauch. bis 500 Treuepunkte ist man Lauch. Wow, bist du nett. Wie lange dauert ungefähr, 500 Treuepunkte zu kriegen? Ich komme jetzt nicht noch nicht lange. Ich glaube, man kriegt durch ein Follow schon irgendwie 300 oder so. Und danach dauert das 200 Stunden. Nee, Quatsch. Also ich muss dazu sagen, der Lauch war ausdrücklich ein Community-Wunsch. Das wollten 4, 5 Leute und dann habe ich gedacht, ich habe auch die Sequenz jetzt. Ich würde die jetzt vorlesen, Lumi. Dann lies mal. Hallo, Ben. Oh, fuck, ey. Es ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, was diesen Felsen zum Verschwinden gebracht hat. Dieser Fluss kommt aus den Tiefen des Berges. Hey, siehst du das Glitzern im Wasser? Ja, das ist wirklich gutes Erz. Die Ströme muss es aus dem Berg abgetragen haben. Du weißt, was das heißt, oder? Wir können mit der Erzwäsche beginnen. Hier, ich habe noch eine Erzpfanne in meinem Rucksack. Nimm sie ruhig. Solltest du je Erz im Wasser glitzern sehen, kannst du diese Pfanne benutzen und hoffentlich fündig werden. Tudum. Herzlich willkommen zurück, Rico. Du erhältst Kupferpfanne. Rico, was gibt's jetzt bei dir zu essen, wenn du jetzt Appetit hattest? Das musst du auch verraten, was du dir zum Mumpel gemacht hast. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, hast dich erfolgreich bei einem eingeschleimt hier. Erst bei 5, ja. Na, immerhin. Bitte, den Order. Wie mach ich das denn? Geht hier. Keine Ahnung, wie ich das mache. Bom, 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 bom. Ui. Hättest du das nicht ein bisschen weiter nach rechts machen können? Dann müssen noch ein paar hin, Junge. Ja, das sind 8 Felder. 10 Rüben bei Bürgermeister Louis unterbringen. So. Ich habe ja geguckt gehabt, aber es ging einfach nicht. Aber wir können die, da es bloß 2 in der Höhe sind, können wir noch einen weiter unten hinbauen und einen nach links. Bürgermeister Louis war noch ein Haus weiter unten. Ja, ja. Ja, ja. Da, hier war doch. Können auch eins direkt hier rechts noch hinmachen. Ja. Vor dem, da wo die Fackel steht, kurz rechts vorm Ausgang. Wir können ja unterschiedliche Pferde. Also wir können ja jeder das Pferd vom anderen nehmen. Wenn man nach rechts muss, nimmt man eben das nach rechts das Pferd. Wir können ja aber erstmal gucken, ob wir überhaupt so viel brauchen. Ich kann den Bürgermeister Louis Kühlschrank kein Dingens reinlegen. Du nicht? Das kommt nur, dass das der Bürgermeister Louis Kühlschrank ist, der hauptsächlich mit blablabla bla gefüllt ist. Hast du sowas schon in der Hand? Hast du ihn angewählt? Ja. Der Kühlschrank ist Bürgermeister, erst habe ich mit Milch und Eistee gefüllt. Und die Höhlenkarotten gehen nicht. Hm. Anscheinend. Vielleicht kann es nur. Hab mir den Reis von heute Mittag gebraten. Boah, gebraten Reis wäre jetzt auch was Geiles. Vielleicht kann das nur die Lumi. Nee, ich habe den Auftrag ja auch. Ich habe den noch gar nicht. Ich glaube, ihr habt die Vorstufen nicht gemacht von dem Key-Auftrag. So, ich gehe jetzt mal erstmal auf Freiers Füßen.
da wartet jemand mit dem Blumenstrauß. So, also ich schenke einen Blumenstrauß. Dann muss ich ja noch mal Saatgut kaufen, oder was? Ja, soll ich Saatgut kaufen? Nö, ich bin ja schon fast wieder da. Schon da. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Schatzi und der kriegt jetzt Blumen von mir. Und eine grüne Fische wieder dabei. Die ist hier gerade im Laden. Nee, ja, Lea ist das, Entschuldigung. Jetzt wird's spannend, wo Leute. Ich habe eine Sequenz. Achso, die gleiche, die ihr vorhin auch hattet. Ja. Ja, okay. Ja, ich dachte, das wäre irgendwas Schönes, wenn Sebastian kommt. Wo ist denn die Penny hier im Laden? Ich habe gesagt, ach nee, das ist Lea. Dedim, achso. Dedim. Wo wohnt Penny? Gas hat heute Geburtstag, Jungs. Jungs? Mädels. Mitspieler. Ich kenne mich nicht vorher. Ich brauche violetten Pilz als Antrieb für meine neueste Erfindung. Es ist die einzige Sache, die funktionieren wird, Maro. Maro will einen violetten Pilz haben. Maro müsste man eh mal das von dieser Liste von der geheimen Notiz alles schenken. Was? Was für eine geheime Notiz? 4-5 Sachen, die sie braucht, um irgendwas zu bauen. Okay. Und was bringt das? Muss ich keine Ahnung, ob das was bringt, aber es wäre irgendwie vielleicht ganz cool, das mal auszuprobieren, oder? Kupferpfanne. Was hatte ich denn eigentlich noch bei Sound alles eingerichtet? Muss ich mal selber nachgucken. Ja. Halleluja. Ach so. Ja, genau. Den hatte ich noch eingerichtet. Ich will, dass ihr alles schweigt für den andächtigen Moment, wo ich meinen Schatzi frage, ob er mit mir zusammen sein möchte. Damn it, kann ich machen. Das kam gerade bei mir. Willst du es ernster angehen? Geht mir genauso. Oh mein Gott. Sumi, da ist jetzt mit Sebastian zusammen. Gibst du mir ein Schuldküsschen? Ich bin irgendwie nervös, du nicht, sagt er. Bin ich der letzte Junggeselle hier? Kann ich eigentlich jetzt auch noch einen Blumenstrauß an jemand anderen schenken? Ich glaube, damit dann. Die können schon, aber ich glaube, dann wird dein Schatz hier eifersüchtig. Es war doch auch hier die. Auch doch mindestens zwei Beziehungen, sonst ist das Leben echt langweilig. Die Dingens hat doch mir auch gesagt: Hier, was? Du freundest dich mit jemand anderem an? Was soll denn das? Ach, soll man nicht rumflennen? Ist doch nur Sex. Darum ging es ja noch gar nicht. Ich habe nur ein Geschenk gemacht, jemand anderem, ja. Ein Bekannter von mir hatte tatsächlich ein Date. Und sie war nach dem Date sauer, dass er sich einen ganzen Tag lang auf WhatsApp nicht gemeldet hat, obwohl er ihre Nachricht gelesen hat und ob er sich mit anderen Frauen treffen würde. Das wäre der Moment, wo ich sage, okay, mit uns wird das nix. Ja, das hat er auch gemacht. Ist die einzige richtige Entscheidung danach. Ich habe bloß eine Geode da gefunden. Jetzt sei mal ruhig, ja. Immer ruhig hier. Ja, es gab so als Notiz. Falk still, Frau. Im Müll wühlen soll. Er stand aber auch dabei, dass man sich nicht dabei erwischen lassen soll. Ja, da kam aus dem Haus raus, aber soll ich das sehen, dass da eine Tür aufgeht? Indem du die Augen offen hältst. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar, mein Freund. Aber sowas von. Ich latsche übers Feld. Lalalala. Du machst die ganzen Pflanzen kaputt. Ja. Was soll das? Was muss so? Nee. Verdichtung. Aber nicht, wenn Pflanzen schon drauf sind. Doch. So. Boah, ich bin zu blöd zum Fischen, ey. Ja. Still, Felix. Ganz, ganz dünnes Eis. Ich hab ein schönes Bild heute bei WhatsApp in der Gruppe bekommen. Deine Glocken hängen auch von Jahr zu Jahr tiefer. Oh, ganz dünnes Eis. Die prismatische Scherbe war das, wo wir das Schwert mitgeholt haben, ne? Yep. Ja. Noch eine also, gefunden war's. Du kannst sie, einmal kannst du sie in der beim Archäologen abgeben, dann kannst du sie in der Wüste hochhalten und kriegst dafür ein stärkeres Schwert. Und dann kannst du sie, glaube ich, noch verwenden für einen Hochzeitsring, ne? Yep. Man kann aber auch ohne Hochzeitsring heiraten und wir wissen noch nicht genau, ob die Scherbe da irgendwie einen eklatanten Unterschied macht. Deine Frau gibt ja, du kannst halt nur heiraten, wenn du auch dir vorher wenn du passenderweise den Sturm abwartest. Ansonsten kannst du halt sozusagen unabhängig vom Sturm heiraten. Weil der Typ, den du sonst heiratest, ist ja nur bei Sturm da. Ach so. Ja. Würde ich behaupten. Das ist einfach, dass du heiraten kannst, ohne dass ein Sturm sein muss. Das kann natürlich auch sein. Wir haben Erdbeerwein. Ja. Das wäre doch mal was Geiles, oder? Melonenwein fand ich geiler, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber den Melonen haben wir nicht mehr jetzt zum Verdingensen. Gibt's da noch Kartoffelsaft? Nice. Was also, mache ich denn jetzt noch? Was Wein, der wirklich machen? Aus Erdbeeren gemacht ist, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Ich gehe zum mit meinem Kupferding. Warst du schon an der Mine oben, Lumi? Ja, ja. Das hast du auch schon die Kupfer. Jo. 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 Ist hier Entenmayo? Ja, gibt's Entenmayo, lol. Entenmayonnaise. Was ist denn das hier? Eine Entenfeder. Welch ein Wortspiel. Schau dir die Farben an. Ich hasse es nicht, dass ich in dem Spiel vergeben bin. In Real Life so seit 20 Jahren nicht mehr. Als ob du vor 20 Jahren mal vergeben warst. Gefühlte 20 Jahre. Das ist schon eine Ewigkeit her. Lifetime. Das ist ja deine eigene Schuld. Wer hat denn hier schon wieder sowas reingelegt? Wer tut denn eingelegte Sachen von euch in die verdammte Tiertruhe? Warum guckst du überhaupt in die Tiertruhe? Das braucht dich gar nicht interessieren. Das weil ich die Sachen, die hier fertig waren, rausgenommen habe, dann gucke ich natürlich in die Tiertruhe. Hol dir ja auch nichts zu suchen. Meine Fresse. Einmal mit Profis arbeiten. Der Mensch, der bei mir immer am Rumnörgeln war, dass ich so viel Ordnung will, fängt jetzt an hier rumzuzicken. Ich nörgel nur rum, dass wenn wir Ordnung machen, wir die auch einhalten müssen. So, OT, noch ein Wortspiel. Esse ich noch Schokolade? Ist das ein Wortspiel? Eigentlich mehr Lust auf noch ein Brot, aber eigentlich bin ich satt. Brot macht nicht satt. Macht satt, aber. Ja, stimmt, Brot macht nicht satt. Nee, nur Schokolade, hast du recht. Vollkommen richtig. Irgendjemand ist noch nicht pennen. Ja, ich, weil ich mich wieder über die Heizige ärgern musste. Das, obwohl du vor mir ins Bett, ins Haus bist. Ja, ins Haus. Moment mal, warum verkauft mir jemand Saat? Vor Mixed Saat und plus oh, eins, okay. Mein Gott. Ja, aber die kannst du doch einfach pflanzen und fertig. Okay, du würdest dich prächtig mit gehen. Felix verstehen, glaube ich.